Ich freue mich sehr, dass wir uns hier treffen zum Gespräch Cannabiskontrollgesetz unter Realitätsbedingungen im Praxischeck sozusagen. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid im Hanfmuseum. Ich wollte erstmal sagen, es gibt Bild- und Tonaufnahmen für alle die, die damit nicht einverstanden sind. Sagt das bitte an oder guckt, dass ihr nicht im Feld seid von den hier aufgestellten Kameras. Ich glaube, versteckte gibt es hier keine, hoffe ich mal. Nur als Ansage freut mich ansonsten sehr, dass wir hier dokumentieren können. Freue mich, dass wir hier ein hochkarätiges, hoffentlich hochkarätiges nicht Publikum, sondern hier hochkarätige Experten hier haben, die ich Publikum auch stimmt. Das ich kurz vorstellen will. Links neben mir sitzt Dirk Rehan. Er besitzt ein Gewächshaus Großhandel, ist im Growen sehr versiert und wird heute zu dem ersten Teil des Cannabiskontrollgesetzes vorstellen, nämlich den Bereich Anbau. Ich will dazu sagen, dass wir versuchen hier mit sehr kurzen Statements, 5 Minuten Statements pro Person, versuchen die Kette vom Anbau bis zum Konsum unter den Bedingungen des Cannabiskontrollgesetzes zu verdeutlichen. Die Einladung ging im Prinzip nur in die Szene, ja, an, ich sag mal, Leute aus dem grünen Bereich, aus Hanffreunden etc. Und Ziel soll es sein, konkret heute Abend wissen zu können, wie kann das in der Realität aussehen, wenn wir dieses Gesetz durchbringen sollten. Und dafür freue ich mich, dass wir hier einen Praktiker haben und der uns heute Abend hier zur Verfügung steht. Daneben sitzt Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband, bestimmt den allermeisten bekannt. Und der wird die Rolle übernehmen zum Vertrieb des Cannabis. Wie kommt sozusagen das Cannabis vom Feld zum Vertrieb? So. Dann, genau, ich will mich in die Reihenfolge halten, als ich versuche da vorzugeben, Tibor Harrach, rechts neben mir, Sprecher der LAG Drogen von den Grünen in Berlin, langjähriger Aktivist auch für die Legalisierung und heute mit der Rolle hier kontrollierter Verkauf von Cannabis, insbesondere im Cannabis-Fachgeschäft unter den Bedingungen des Cannabis-Fachgeschäfts, wie es im Gesetz steht. Dann Steffen Geier. Hallo, ja, schön, hat doch genau geklappt. Hoffe, zu Hause ist alles in Ordnung. Kind ist oben in der Ausstellung, man schläft hoffentlich gleich. Okay. Ja, Geschäftsführer vom Hanfmuseum, richtig? Nee, Mitarbeiter. Von der Mitarbeiter von der Aber- und Hanfparaden-Anmelder, langjähriger Aktivist. Ich glaube, hier allen bekannt, musste ich nicht länger vorstellen. Hast nachher ja auch noch die Gelegenheit. Und ja, wir hoffen ja, dass dieses Hanfmuseum dann später auch ein Legalisierungsmuseum wird und das bitte schön zu einer Zeit, wo deine Dreadlocks noch nicht grau sind, sondern noch frisch und rot, also in den nächsten Jahren. Dann freue ich mich über Erik Marquardt, der junge Mann links neben Steffen, der ist Sprecher der Grünen Jugend Bundesverband, auch lange Jahre in der Legalisierungsbewegung unterwegs, gerade auch sehr bekannt, weil er eine Reise gemacht hat durch die Fluchtroute des Westbalkans und da unglaublich schöne oder unglaublich beeindruckende Fotos mitgebracht hat, aber heute hier in der Rolle Sprecher Grüne Jugend zur Frage, was bedeutet das eigentlich in Anführungszeichen für die Jugend, Jugendschutz, Cannabis als in Anführungszeichen Einstiegsdroge, geht das dann weiter und was bedeutet die neue Drogenpolitik und ist das Cannabiskontrollgesetz überhaupt ein Einstieg in die neue Drogenpolitik? Ich habe vergessen zu sagen, Steffen Geier hatte so ein bisschen die Rolle des kontrollierten Konsums. Auch das ist ja eine spannende Frage, wie man dann, wenn man Cannabis-Fachgeschäft in Berlin hat, kontrolliert überhaupt konsumieren kann. Last but not least, Lisa Paus, Mitglied des Bundestags, ganz unmittelbar beteiligt an der Erstellung des Cannabiskontrollgesetzes, steuerpolitische Sprecherin und macht dann einen Ausblick, wie geht es weiter mit dem Gesetz, was könnten wir auch an Regulierung und an Steuereinnahmen erwarten in dem Bereich. Alle Diskutanten hier haben natürlich auch das Recht zur freien Rede, ein bisschen Kontext zu setzen, aber ich würde mich freuen, wenn wir darauf achten können, die Abläufe sozusagen einzuhalten. Kurze Verständnisfragen, weil wir ja nicht so mega viele sind, immer gerne, aber offene Diskussion dann sozusagen, wenn wir einmal durch sind.
Ich möchte noch sagen, ich habe mich gar nicht selber vorgestellt, mein Name ist Benedikt Lux, ich bin innenpolitischer Sprecher von den Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und habe eine Veranstaltungsreihe jetzt auf den Weg gebracht, die heute sozusagen den mittleren Punkt erreicht hat. Wir hatten die erste in einem relativ spannenden Streitgespräch, einige von euch waren auch hier, zwischen der CDU Thomas Strobel, auch bekannt als Thomas Strobel, der gesagt hat, Mitglied des Bundestags und stellvertretender CDU-Bundesvize, der gesagt hat, der Grieche hat lang genug genervt und der auch gesagt hat, an dem Streitgespräch abends, das Einzige, was ich heute vermitteln will, ist, dass Heilbronn eine wunderschöne Weingegend ist und alles andere war ihm relativ egal. Das war ihm so egal, dass am Ende war ungefähr die Hälfte CDU-Publikum gesagt hat, Herr Strobel, Sie haben uns nicht mitgenommen bei unserer repressiven Haltung, bei unserer Haltung, Cannabis weiterhin verboten zu behalten. Und das war ein sehr eindeutiger Punktsieg von Cem Özdemir in einem sehr, sehr spannenden schwarz-grünen Streitgespräch, wo man auch mal klare Kante zeigt und die unterschiedlichen Rollen ausspielt. Dann ein Ausblick, auch mit aktuellem Zusammenhang. Am 15. Oktober würde ich mich super freuen, viele von euch wiederzusehen im Berliner Abgeordnetenhaus. Da geht es um den aktuellen Antrag des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, Modellprojekt Cannabis-Fachgeschäft in Friedrichshain-Kreuzberg. Da wird Monika Herrmann, die Bezirksbürgermeisterin, kommen und es wird ja quasi jetzt jeden Tag gerade erwartet, die Antwort des zuständigen Bundesamts für Arznei und Medizin. Und dann werden wir das auswerten. Und das Abgeordnetenhaus ist sehr, sehr groß und den Raum, den wir gebucht haben, ist sehr, sehr groß. Da würde ich mich super freuen, wenn wir auch von heute da noch ein bisschen, wenn ihr den Termin einfach mitnimmt, 15. Oktober im Berliner Abgeordnetenhaus. Dann ein letzter Punkt, bevor ich weitergebe. Welcher Raum? Ist der Raum schon klar? 376. Ist aber auch ausgeschildert. Es wird dann ausgeschildert sein. Es gibt hier auch ein Stück Papier dazu. Genau, hier. Ja, und genau. Genau, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich freue mich total, dass wir eine relativ gute Stimmung haben für die Legalisierung von Cannabis. Gesellschaftlich, langjährige Aktivisten werden das vielleicht noch bestätigen können. Es gab jetzt eine Umfrage von Forsa, die rausgekommen ist, Anfang der Woche, nachdem 39% aller Berlinerinnen, nur 39% aller Berliner für eine Legalisierung sind. Und die ist von der CDU in Auftrag gegeben worden und auch entsprechend von denen verkauft. Aber wenn man sich ein bisschen genauer die Zahlen anschaut, dann stellt man doch fest, dass es im Bereich der unter 30-Jährigen parteiübergreifend eine 57-prozentige Zustimmung gibt für die Legalisierung und dass eine deutliche Mehrheit sagt, ja, Cannabis kann legalisiert werden für Schmerzpatienten und nur 13-14% sagen keine Legalisierung. Ja, diese Zahl stand nicht in den Medien, vielleicht kommt die noch in den nächsten Tagen mal rein. Und das ist natürlich auch spannend, weil vor allen Dingen in der Parteienlandschaft bei der SPD man gespannt sein kann, wie die sich aufstellen werden. Die werden ja im Oktober, November eine Mitgliederbefragung machen. Also falls ihr da noch Genossinnen und Genossen kennt, überzeugt sie daran teilzunehmen. Ich denke, die Stimmung ist relativ günstig und bin ja auch Grüner und finde, dass das Cannabiskontrollgesetz einen guten Aufschlag ist, um zu zeigen, wie man reguliert Cannabis freigeben kann und die Risiken davon vielleicht auch im Blick behält. Aber das wollen wir heute auch gemeinsam diskutieren und deswegen würde ich gerne Dirk dir das Wort geben. Gerade am Anfang, vielleicht kannst du uns erklären, wie könnte der Anbau von Cannabis aussehen unter Bedingungen des Cannabiskontrollgesetzes, auch im Vergleich zu jetzt, wie ist der Stand in anderen Ländern, Gegenden, die sich aufgemacht haben, Cannabis freizugeben, aber schieß selbst los. Ja, also danke, dass ich hier sein darf, danke, dass ihr hier seid. Es ist ein weites Feld, das Cannabis-Anbaufeld. Paragraph 29, das ist also nicht der Paragraph 1 des Cannabis-Kontrollgesetzes. Ich persönlich habe dieses gesamte Cannabis-Kontrollgesetz auch nicht komplett gelesen oder studiert und werde tatsächlich jetzt nicht kritikartig eingehen drauf. Grundsätzlich, als ich es erstmal gehört hatte, dachte ich, oh Gott, Waffenkontrollgesetz, Cannabiskontrollgesetz, ist aber für mich, nachdem ich es mal habe setzen lassen, genau der richtige Weg gewesen, das auf den Weg zu bringen. Für die politische Stimmung, die wir gerade haben, glaube ich, will die Großheit, ja, die Mehrzahl der Bevölkerung ja eine Kontrolle immer noch haben und die Angst ist ja, dass wenn man es freigibt, die Kontrolle verloren wird. Und das finde ich sehr, sehr schön von den Grünen, dass sie eigentlich da ein Zeichen gesetzt haben und sicherlich
meine Interpretation, politisch eher noch ein bisschen mehr den Finger drauf gehalten haben und es repressiver, kontrollierter geschrieben haben, als es vielleicht sein müsste oder als es die Praxis dann auch sich entwickeln lässt. Aber es ist für mich, für die jetzige Situation, eine perfekte Steilvorlage gewesen und das kann ich an die Coolen, die ja dabei sind, auch nochmal sagen, dass ich da sehr, sehr beeindruckt und froh war, weil ich glaube, es kam genau zur richtigen Zeit. Zum Anbau im Grunde ist Hanf, das wird ja immer auch Antrag auf Hanfanbau zur Cannabisgewinnung. Also auf der einen Seite ist die Pflanze Hanf gemeint und Cannabis scheint dann eher die konsumierbaren Produkte vom Hanf zu sein, die Blüten, das Harz, die Extrakte, die Öle. Hanf ist ein Unkraut. Das heißt, Hanf wächst eigentlich relativ problemlos. Hanf kann man in sehr, sehr vielen Böden anbauen. Das heißt, die Probleme im Großen liegen nicht beim Anbau der Pflanze, wie es bei der Coca-Pflanze wäre, die nur in den Anden und nur bei bestimmten Höhen und Lichtverhältnissen wächst, sondern im Endeffekt ist Hanf sehr, sehr genügsam und wächst überall. Im Detail ist dem nicht so. Das heißt, Hanf zu einem ertragreichen Produkt dann, was sich auch lohnt, heranwachsen zu lassen, ist schon eben mit einfach nur Tricks und Kniffen versehen, aber das ist bei jeder Pflanze so. Das heißt, in der Gewächshaustechnik oder bei den ganz normalen Erwerbsgärtnern ist auch der Christstern oder die Orchidee oder was ich was natürlich sehr, sehr dezidiert analysiert worden und jedes Wachstumsstadium soweit bekannt, dass man genau weiß, was man wie machen muss, um genau die Effekte zu haben. Das heißt, man kann beim Hanf die Blüte triggern, man kann beim Hanf die Wirkstoffe erhöhen oder erniedrigen. Es kommt immer mehr jetzt in Amerika raus, wie man mit den Düngern oder mit verschiedenen Faktoren beeinflussen kann, ob mehr oder weniger Aromen enthalten sind, ob die Pflanzen eher intensiv schmecken und intensiv turnen oder ob sie eher einen sehr angenehmen und leichten Turn haben. Da ist also sehr, sehr viel, was man entdecken kann und das ist auch nicht ohne. Ein Problem, was man in Kanada zum Beispiel sieht, wo sie jetzt den medizinischen Bereich von einem sehr dezentralen privaten Anbau für die gesamten medizinischen Patienten hin zu einem zentralisierten, lizenzierten Produktionskonzeptmodell gewandelt haben. Die Firmen sind alle, die jetzt, ich glaube 17 sind es, die jetzt Lizenzen gekriegt haben, sind alle finanziell super aufgestellt, haben richtig viel Venture Capital gekriegt, aber was sie wohl meistens nicht haben, ist das letzte Quäntchen Know-how. Das heißt, sie kommen eben nicht dahin, die Qualität zu produzieren, die Hanfgärtner seit Jahren privat eben optimiert und kontrolliert produzieren können. Ein Problem dabei ist vermutlich eben auch, und das ist vielleicht auch eines dieser nicht ganz zu lesenden Problemchen, die es hier so gibt, eben, dass ein Führungszeugnis verlangt wird. Das heißt, eigentlich die einschlägig bekannten Profis sind vielleicht dann die etwas ausgegrenzt werden, wenn es darum geht, wirklich dann, wenn es soweit ist, in die Bresche zu springen. Das ist eins, ne, es wird hier nach einem Führungszeugnis gefragt im Cannabiskontrollgesetz, es wird aber nicht gesagt, welche Konsequenzen Einträge in die eine oder andere Richtung haben. Es gibt ja sogar ein Gütesiegel für denjenigen. Und es sollte als Pluspunkt für die auszuwählende Behörde gemeint sein, dass ja. Der entschädigt voll bestraft ist. Könnte man nochmal gucken, was da genau war, ob er nicht sehr gut geeignet dafür ist. Ansonsten ist es so breit gefasst, dass ich jetzt dezidiert zu dem Gesetzparagraphen gar nicht viel sagen kann. Was ich noch notiert hatte, ist, es ist, also wie gesagt, es ist ein Unkraut, es ist sehr unspektakulär als solches. Was eher dann spektakulär sein kann, sind die Art der Sicherungsmaßnahmen, die man ergreifen muss, wo es vielleicht auch am Anfang noch extremere Sicherungsmaßnahmen gibt und vielleicht über die Zeit das dann sich ein bisschen abflachen kann. Grundsätzlich ist es sicherlich auch immer wieder interessant zu sehen, wie ist denn die Handhabung von Alkohol, von Tabak, von anderen Genussmitteln, von der Produktion von Alkohol, von Tabak, von anderen Genussmitteln im Vergleich zu der Produktion von Hanf zu sehen. Ich persönlich denke, wir haben in Deutschland auch Nachholbedarf einer etwas jugendschutzfördernden und etwas bewussteren Umgang mit Alkohol und Tabak. Und entsprechend bin ich auch dafür, von Anfang an bei Cannabis einen etwas restriktiveren Weg zu gehen, als der bei Alkohol und Tabak im Moment gegangen wird. Wie sich das dann wirklich ausformulieren wird, weiß ich nicht und will ich nicht beurteilen. Meine Vision wäre natürlich, dass es viele kleine Betriebe gibt, vielleicht in Anlehnung an schöne, kleine, familiengeführte Weinberge, die ihre Produkte anbauen, wo man nachvollziehen kann, wo kommt es her, wenn man vielleicht irgendwann über Terroir, über andere Wachstumsbedingungen oder Ausreifungen in verschiedenen Klimakammern oder Kellern oder sonst was sprechen kann und wo das einfach nur ein Genussmittel
mit dem Fokus auf Aromen, auf Genuss, auf dann auch natürlich den genussvollen Effekt haben kann, mehr als den Marlboro-Touch, den sicherlich auch einige sehen, das in Massen irgendwo unter konventionellen Agrarmaßstäben Sachen produziert werden, die dann rausgeschmissen werden. Wir brauchen das Rad nicht neu erfinden. Es gibt die GAP, die Good Agricultural Practice, die bei allen Lebensmitteln, die im Agrarbereich angebaut werden, angewendet werden sollten. Die kann man unisono auf den Handel übertragen. Da ist einfach nur das drin, was der gesunde Menschenverstand sagt, was wichtig ist. Was beim Hanf dazukommt, ist seine Anfälligkeit auf Schimmel vor allen Dingen, was auch in Amerika immer wieder jetzt ein Punkt ist, dass sehr, sehr viele Cannabisproben auf Schimmel positiv getestet werden, Schimmelsporen. Das heißt, da ist sicherlich ein sehr, sehr großer Akzent zu setzen, eben auch, weil es inhaliert wird. Das heißt, man hat da nochmal eine Art, oder meistens inhaliert wird, das heißt, da hat man nochmal eine andere Art von Kontaminationsmöglichkeiten, als es beim Alkohol der Fall ist, wo der Alkohol als solches ja schon so Nervengift ist, beziehungsweise so aggressiv ist, dass er die meisten Sachen ja tötet. Und sonst wird Alkohol zum Desinfizieren verwendet. Also da sind nochmal andere Aspekte zu beachten. Ja, also ich glaube, ich schließe es jetzt schon so ein bisschen und lasse die anderen mal weitermachen. Eben mit der Aussage, im Grunde ist nichts groß zu beachten. Die Sicherung ist das Wichtigste. Der Indoor-Anbau ist sicherlich nochmal was, was am Anfang sehr viel kommt, sehr viel mehr da sein wird, ob irgendwann dann eben die Pflanzen auch ganz normal auf den Feldern wachsen, ohne dass der Bauer Angst haben muss, dass die Felder kurz vor der Ernte alle abgeerntet werden. Das bleibt dann noch zu sehen. So viel erstmal von mir. Okay, vielen lieben Dank, Dirk, für den Aufschlag. Und ich gebe dann einfach mal direkt weiter an Georg. Schieben wir einfach los. Alles klar, 5 Minuten soll ich sprechen, 2 Minuten davon. Wir sind liberal. Meinung, 3 Minuten zum Thema Vertrieb. Ich fange mit der eigenen Meinung an. Und zwar habe ich das Cannabiskontrollgesetz auch wirklich gefeiert. Es wurde Zeit, dass wir endlich anfangen, darüber zu reden, wie wir legalisieren wollen und nicht nur ob, weil zeichnet sich ab, dass wir die Mehrheit in absehbarer Zeit irgendwann haben werden. Und noch was Detaillierteres als dieses Werk hier, wie man legalisieren kann, hat es bis jetzt in Deutschland eben noch nie gegeben, noch nicht ansatzweise. Und das war ein Riesenwerk Arbeit, das muss man den Grünen auch mal zugute halten. Mehr als einfach nur irgendein Antrag, ja, wir wollen Cannabis legalisieren, im Bundestag zu werfen, sondern da ist quasi ein ganzes Jahr eine Personalstelle reingeflossen, plus die ganzen anderen Abgeordneten, die damit auch zu tun hatten, die Kommunikation mit den Verbänden und so weiter. Und so viele Detailfragen, die zu klären waren. Also das war ein Riesending. Und ich finde die grundsätzliche Richtung auch gut. Also im Grunde geht es ja immer um die Frage, wie sehr soll das Ganze reguliert werden? Wer sagt, Cannabis sollte eigentlich genauso behandelt werden wie Alkohol und Tabak jetzt? Das heißt, Hasch an der Tankstelle, Hasch an jedem Kiosk, im Supermarkt, in Automaten und so weiter und auch mit rechtlich Werbung, wie noch möglich ist und so, der wird damit natürlich total unglücklich sein. Aber ich habe immer schon auf dem Standpunkt gestanden, zu sagen, eigentlich sollten Drogen und Genussmittel, also jedenfalls Drogen, in speziellen Geschäften verkauft werden und nicht einfach überall und ständig einem unter die Nase gerieben werden, wie das riesige Weinregal im Supermarkt oder so. Und das würde ich aber auch eben für Tabak und Alkohol bevorzugen, dass man zum Beispiel, um Alkohol zu kaufen, in einen speziellen Laden gehen sollte, und das nicht überall woanders ständig aufgedrängt kriegt. Oder eben zum Beispiel auch, dass keine Werbung dafür möglich sein sollte, jedenfalls nicht in dem Umfang, wie es jetzt immer noch möglich ist. Und wenn man das voraussetzt, finde ich diesen Entwurf hier in ganz großen Teilen ziemlich gut und habe wirklich nur an Einzelheiten da gewisse Bedenken oder würde ich was anders machen. So, das waren die 2 Minuten, jetzt kommen 3 Minuten zum Vertrieb. Da habe ich einen recht leichten Job gehabt. Also zum Beispiel die Beschreibung, wie sieht so ein Cannabis-Fachgeschäft aus, ist viel komplizierter. Vertrieb heißt ja einfach erstmal nur Großhandel vom Produzenten zum Laden. Ich transportiere das Zeug im Prinzip nur, lagere das zwischendurch mal. Oder ich importiere vielleicht auch, was eben auch möglich ist und geregelt ist. Natürlich muss man da auch viel beachten. Packungsbeilage, sagt da noch jemand was zu, Tibor, Packungsbeilage, dann kann ich mir das sparen, weil da bin ich natürlich als Großhändler im Zweifelsfall auch mit drin, weil ich die ja schon mitliefer an den Shop.
Dann muss ich mich natürlich um Verbraucherschutzthemen kümmern. Wie Dirk schon gesagt hat, dass das Zeug sauber ist, das ist einerseits eine Sache für den Produzenten, andererseits aber natürlich auch für den Großhändler, der dem Laden einfach saubere Ware liefern muss. Und insbesondere, wenn er nicht vom deutschen Produzenten einkauft, sondern meinetwegen in Marokko-Hasch einkauft, dann ist natürlich der Großhändler auch dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass das Zeug sauber und gut ist. Was auch noch interessant ist, man darf die Cannabis-Produkte nicht mischen mit Tabak und Alkohol. Das ist sicherlich auch ein Punkt, den viele kritisieren werden, zumal ja hier in Deutschland das Konsumieren mit Tabak die übliche Konsumform ist und warum nicht ein Fertig-Joint liefern. Ich persönlich finde es gut, weil das eine total bescheuerte Idee ist, in unserem Kulturkreis ständig mit Tabak zu kiffen. Das erhöht die Risiken und am Ende hängt man dann auf Tabak und ist tabakabhängig und das ist gesundheitsschädlicher. Also wer jetzt unbedingt die Mischung haben will, soll halt selber mischen. Ja? Also das finde ich schon in Ordnung. Schwieriger ist, dass nicht mit Alkohol gemischt werden darf, weil mit Alkohol halt häufig Cannabis-Auszüge auch gemacht werden und für manche Verarbeitungsschritte das problematisch ist. Da habe ich also auch schon Rückmeldungen zugekriegt. Ja, Sativex höre ich gerade hier, ne? Ist halt auch ein alkoholischer Auszug, also da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ansonsten hat man jede Menge Aufzeichnungspflichten, man muss es melden, also wie viel Cannabis kaufe ich, woher bringe ich, wohin, wo lagere ich das und so weiter, muss halt alles aufschreiben und mal irgendwo hinmelden, naja, kann ich machen. Dann wird mir vorgeschrieben, was für einen Panzerschrank ich haben soll, ja, wo ich auch denke, okay, muss das jetzt sein. Aber im Grunde, wer halt Großhändler mit Gras ist, der wird schon allein auf die Idee kommen, das Zeug irgendwo sicher wegzuschließen. Ja? Und dann kaufe ich halt diesen Panzerschrank. Ne? Was soll, muss vielleicht unbedingt sein, aber ist jetzt auch kein Drama. Werbeverbot ist interessanter. Ja, das betrifft mich natürlich auch als Großhändler, der vielleicht gewisse Marken gerne bewerben würde. Aber in Fachzeitschriften darf ich weiter werben und ich denke, das reicht dann auch. Genehmigung, klar, ich muss für meine Lizenz einen Haufen Zeug einreichen, unter anderem mein Führungszeugnis und meine Adresse und alles Mögliche, ja, steht alles genau da drin. Aber letztendlich ist der Papierkram für so eine Lizenz wesentlich leichter erledigt, als wenn ich jetzt meinetwegen von Berlin nach Brandenburg umziehe und allen möglichen Leuten Bescheid sagen muss, wo ich jetzt wohne und was weiß ich, meinen Müll neu sortieren und was weiß ich, ja. Da kann ich schneller mal eben mich als Vertriebler im Großhandel von Cannabis anmelden. Der einzige Punkt ist der mit den Vorstrafen und damit schließe ich. Das ist natürlich eine Sache, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken könnte. Es steht übrigens doch drin, was passiert, wenn man vorbestraft ist. Speziell auch bei WTM-Delikten, wenn man da zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, darf man 5 Jahre lang eben in dieses Business nicht einsteigen. Ne, 5 Jahre sind auch irgendwann rum, okay, das kann man dann auch irgendwie noch verkraften, aber gut, wir wollen ja auch Jobs legalisieren und vielleicht würden dann auch 2 Jahre tun oder so, wie auch immer. Aber über Details können wir uns dann nachher weiter streiten. Okay, vielen Dank. Georg, vielleicht nochmal eine direkte Nachfrage, weil Dirk das schon aufgemacht hat. Wie schätzt du das ein? Wie wird der Markt sich entwickeln können? Eher Richtung Großhändler, die am Anfang sehr gut und schnell aufgestellt sind? Oder Beispiel Familienweinberg, also der kleine Grower, der stadtnah züchtet oder sein Gewächshaus? Also Großhändler wirst du immer dazwischen haben, sehr wahrscheinlich. Ne? Ja. Selbst wenn von kleinen Produzenten an kleine Shops verkauft wird, wird da ein Händler dazwischen sitzen. Ne? Außer die Shops haben eine direkte Kooperation mit einem Grower, wie jetzt in Coffeeshops in Holland häufig so ist, ne? Direkt vom Anbau in ein Laden, ein Anbauer für ein Laden, dann hast du das vielleicht nicht. Aber klar wird es Großhändler geben und spätestens, wenn man eben Import mitdenkt, das werden natürlich Großhändler machen. Da wird nicht jeder Shop einzeln irgendwie nach Marokko fahren und da die Qualitätsprüfungen machen und dann solche erkarren. Okay, vielen Dank. Tibor, du wurdest adressiert, dass es komplizierter sei, das Cannabis-Fachgeschäft zu machen, aber du kriegst es auch einfach und deutlich hin. Ja, also ich möchte mal vorneweg schicken, ich bin sogar staatlich geprüfter Cannabis-Händler jetzt. Ich habe über die Apotheke, die ich leite, jetzt meinem ersten Patienten tatsächlich Cannabis verschaffen können. Habe ihm gestern Abend gerade seine 3-5-Gramm-Dosen überreichen können. Der Mann ist sterbenskrank. Das Ganze hat über ein halbes Jahr gedauert, das ganze Verfahren. Es war hochbürokratisch. Es ging hin und her zwischen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und uns und dem Patienten und dem behandelnden Arzt. Aber wir haben es hingekriegt. Ja. Mit Tränen in den Augen hat er gestern Abend dann sein erstes pulminal applizierbares Aggregat gebaut. Ja, ich saß daneben, hatte dann Twix
geknappert. Pulsinal, ja genau. Das könntest du mir auch noch als nicht... Genau, erklär doch mal. Pulsinal. Man könnte auch sagen Joint. Ich glaube, das möchte ja jeder. Rauchbarer Joint. Pulminal, also okay. Über die Lunge. Ja. Und also immerhin, es geht, na, aber es war mit Riesenaufwand verbunden. Es war auch gar nicht so leicht, dann an die Ware ranzukommen, die der Patient gerne gehabt hat. Aber jetzt haben wir es hingekriegt. Das war Petrocan, da ist 21% Tetrahydrocannabinol drin, also THC, und 0,5% Cannabidiol, CBD. Ist dann auch genau ausgewiesen und sauber und kontrolliert. Und woher? Das lief über einen Großhändler aus Hamburg, der über Holland bezieht. Okay. Ja. Wo es letztendlich angebaut wird, weiß ich nicht, vermutlich in holländischen Gewächshäusern. Also das ist so der eine Aspekt. Auch hier in diesem Coffeeshop-Modell bin ich übrigens genannt, als wenn es dann genehmigt wird, ja, als der Betäubungsmittelbeauftragte nach § 5 und 6. Ja. Also wenn es kommt, bin ich da auch involviert. Und oben die Hanfpflanzen, die ihr vielleicht im Vorbeigehen gesehen habt, die melde ich auch hier nach § 3 an. Also ich habe schon ein bisschen vorangebracht sozusagen beim Umgang mit Hanf. Aber hier geht es ja jetzt erstmal, meine Aufgabe ist ja hier so zu beschreiben, wie bringt man das Cannabis dann nachher am besten sinnvoll mit möglichst, sagen wir mal, im Anspruch, Gesundheit präventiv zu sein, in den Verkehr. Und da ist meine Auffassung gewachsen aus verschiedenen Erfahrungen, die ich einfach gesammelt habe. Also wir sind eng vernetzt hier mit der Berliner Drogenhilfe, auch zum Beispiel mit dem Therapieladen. Und der Therapieladen ist ja eine Einrichtung in Berlin, der besonders jugendliche Cannabiskonsumenten unterstützt sozusagen aus problematischen Konsummustern, abhängigen Konsummustern, häufig in Begleitung einer weiteren psychiatrischen Diagnose wieder rauszufinden. Und deren Erfahrungen sind natürlich auch wichtig. Wie kommt es dahin, dass Leute da, gerade besonders junge Leute, sich dann auf einmal auf so einen Weg begeben? Die Frage muss man sich immer stellen. Dann eben die Präventionsdiskussion, die wir so im Rahmen AIDS-Hilfen geführt haben. Da bin ich sehr so in Partydrogenprävention involviert. Drug-Checking haben wir ja auch hier in Berlin gemacht und bringen wir jetzt wieder voran. Also das ist jetzt eine Prävention, die nicht darauf abzielt, mit erhobenen Zeigefingern irgendjemanden mitzuteilen, was für ihn gut ist und was nicht für ihn gut ist, sondern mit den Betroffenen zusammen so eine Art Empowerment herzustellen, also sie dabei zu unterstützen, den Konsum, die Konsummuster sozusagen anzuvisieren und auch zu realisieren, die sie für sich sozusagen als sinnvoll definiert haben. Und das eben mit Unterstützung. Aber im Cannabis-Fachgeschäft ist es ja dezidiert anders. Ja, dann wollte ich noch sagen, ich bin nämlich auch in der Hanfszene unterwegs, habe auch schon Hanfparaden angemeldet oder andere Hanfdemos. Und da wird einem eben klar, dass ein sehr großes Schadenspotenzial, was in der ganzen im ganzen Umgang mit Hanf sozusagen zustande kommt, ist tatsächlich dann auch repressionsbedingt. Ja. Also die Strafverfolgung ist eine der größten, oder ist definitiv die größte Nebenwirkung, die wir zurzeit im Zusammenhang mit Cannabis haben. Also das ist ja nicht nachher nur die Strafe, die da sozusagen auf einen runtergedrückt wird, sondern da gehen ja auch dann Lebenschancen, berufliche Chancen und so weiter mit flöten. Und der Führerschein auch. Und dann sehe ich eben auch noch in der Apotheke, na, das ja ein sehr hochreguliertes Geschäft sozusagen ist, Geschäftsmodell ist, wo eben auch Substanzen über den Tresen gehen, die potenziell mit Abhängigkeitserzeugung einhergehen können, dass da auch vieles schiefläuft. Also trotz dieser hohen Regulierung ist das keine Garantie, dass da jetzt nicht irgendwie eine, wie auch immer geartete Abhängigkeitsdynamik in Gang gesetzt wird. Obwohl dann Arzt verschreiben muss und ein Apotheker das nochmal kontrolliert. Das möchte ich auch sagen.
Und so Sucht und Abhängigkeiten der Apotheke ist dann auf der anderen Seite häufig weiblich, ja, und auch relativ alt. Ja. Und aus diesem Erfahrungskontext, ja, will ich jetzt kurz sagen, was man machen sollte, um sozusagen Schäden bei dem Inverkehrbringen solcher Substanzen wie eben Cannabis möglichst im Vorfeld vermeiden zu können. Also da geht es einmal um Jugendschutz. Ja. Jugendschutz heißt jetzt nicht der Schutz der Jugend vor sich selber, sondern Jugendschutz bedeutet, dass wir die Jugend vor einem mehr oder weniger aggressiven, offensiven Markt schützen. Und darum haben wir eben gesagt, nach langer Diskussion, Jugendliche, also Personen unter 18 Jahre, sollen keinen Marktzugang haben, selber nicht einkaufen können in so einem Cannabis-Fachgeschäft. Das ist das eine. Dann ist es eben wichtig, dass der Verkauf solcher Produkte mit einer qualifizierten Beratung einhergeht. Also derjenige, der das verkauft, muss eben wissen, das ist schon eine Substanz, die hat bestimmte Wirkungen. Da gehen auch Nebenwirkungen mit einher. Und wichtig ist eben auch, dass der Konsument, die Konsummuster, der Konsumhintergrund sozusagen auch nachher mit entscheidend ist für den Konsumverlauf und ob das so sein wird, wie sich der Konsument das erwünscht, oder ob das vielleicht in Richtung abhängigen, in irgendeiner Form auch pathologischen Konsum geht. Ja. Und darüber muss eben derjenige, der da verkauft, und auch der Geschäftsstellenleiter gut Bescheid wissen und das entsprechend auch kommunizieren können. Und wichtig ist eben auch, dass derjenige, der dann am Tresen steht und den Käufer vor sich stehen hat oder die Käuferin, entsprechende Gesprächstechniken auch beherrscht, wie man solche Risiken, die von der Person ausgehen können oder auch von der Substanz selber, sozusagen kommuniziert, an den Mann bringt. Dass es nicht belehrend wirkt auf der einen Seite oder dass er den pathologisiert, das wollen wir auf keinen Fall, aber dass er dann schon mit einer gewissen Vehemenz und mit einer bestimmten Nachdrücklichkeit das darstellen kann. Und auch da gibt es eben Gesprächstechniken, und die entwickelt worden sind, so im Rahmen von Drogenberatung, Drogenhilfe, und die wollen wir eben auch übertragen auf solche Fachgeschäfte. Und darum sagen wir, dass diejenigen, die da verkaufen, geschult sein sollen. Zum Beispiel hier in Berlin haben wir die Fachstelle für Suchtprävention, mit der wir auch eng zusammenarbeiten. Und das ist sicherlich eine Stelle, die solche Leute kompetent schulen kann. Und das ist keine Einbahnstraße. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass die schulende Stelle, die Fachstelle für Suchtprävention, dann auch Rückmeldung bekommt, wie das angekommen ist und dass das immer permanent weiterentwickelt wird. Also wir beginnen ja damit erst gerade. Und ich kann jetzt hier noch nicht das fertige Beratungsmanual auf den Tisch legen, sondern das muss dann konzeptionell erarbeitet werden. Ja, vielen Dank. Das sind erstmal so meine Ausführungen. Super, vielen Dank. Vielen Dank, Tibor. Als nächstes Steffen Geier. Ich habe die dankbare Aufgabe, über kontrollierten Konsum von Rauschmitteln zu sprechen. Und das ist so in sich gleich mal ein Widerspruch, denn beim Berauschen geht es ja gerade um den Kontrollverlust und möglichst halt nicht, dass sich fortwährend unter Kontrolle haben. Rausch ist eine Überforderung der Sinnesorgane. Da werden Filter im Gehirn modifiziert, ausgeschaltet etc. Und wenn man dann mal ein bisschen genauer in das Gesetz reinguckt, dann merkt man auch, dass das ein sehr grünes Gesetz ist. Das Cannabis-Kontrollgesetz hat nicht umsonst das Kontroll im Namen. Für die Leute, die das Jura-Deutsch nicht so bewandert sind, wir haben in Deutschland kein Messerkontrollgesetz und wir haben kein PKW-Kontrollgesetz und es gibt auch kein große Käseräder-Kontrollgesetz, obwohl von all diesen Gegenständen mindestens ebenso große Gefahren ausgehen wie von Cannabis. Das zeigt schon, dass das Ziel des Gesetzes ist, den Menschen helfend zu unterstützen sozusagen. Das findet man im Cannabis-Kontrollgesetz dann an ganz, ganz vielen Stellen, wo ich den Eindruck habe, dass es eher kontraproduktiv ist. Nach dem, was ich über Cannabiskonsumenten in den letzten 20 Jahren gelernt habe, und das gilt auch für praktisch alle anderen Konsumenten anderer Substanzen, ist, dass Kontrolle über den Konsum damit einhergeht, dass man selbstbestimmt und selbstbewusst konsumiert.
das Cannabiskontrollgesetz ist jetzt genau gerade ein Versuch, fremde Kontrolle, fremde Bestimmungen, was gut für Konsum ist oder ähnliches, dem Konsumenten wieder überzuhelfen. Ein kleines Beispiel, man könnte sich ja vorstellen, dass in Zukunft im Hanfmuseum Cannabisprodukte angeboten werden, aber eine Umgebung wie die, in der Sie gerade sitzen, die zum Verweilen einlädt, die im Zweifel auch ein bisschen thematisch passend dekoriert ist, sowas wird es mit den Grünen in Cannabisfachgeschäften nicht geben. Die sollen schmucklos sein, die sollen nicht als Verstärker für Leute dienen, deren Rauschentscheidung vielleicht noch nicht gefallen ist. Und so geht es weiter. Ich finde in dem Cannabiskontrollgesetz ganz viele Stellen, die nicht mit dem Dreiklang Drug, Set und Setting übereinstimmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ein etabliertes Cannabiskontrollgesetz immer noch besser wäre als der Status quo. Im Moment haben wir so viel Schwarzmarktprobleme mit Streckmitteln, mit unbekannten Wirkstoffgehalten und ähnliches. In dem Bereich der Droge ist das, der Gesetzesvorschlag der Grünen durchaus in der Lage, die Situation zu verbessern. Man wüsste halt hinterher, wie viel ist drin, wovon etc. pp. Man hätte als Konsument nicht mehr das Problem, dass man im Zweifel am nächsten Tag das, ein Gras mit dem gleichen Bezeichner kauft. Das ist Grassorte AA und in Wirklichkeit ist es aber eine ganz andere Qualität. Ich bin aber kein Freund davon, dass wir da spezielles Personal in den Läden brauchen, weil nach meinem Erfahren diese Erkenntnis über welcher Rausch tut mir gut, wie viel Rausch tut mir gut, was ist angebracht in der gegenwärtigen Situation, das kann man über Gespräche, insbesondere von Dienstleistern, deren Job es ist, die Produkte zu verkaufen, nicht erreichen. Also ich habe noch nie in einem Tabakwarenladen ein Gespräch mit dem Menschen geführt, wie viele Zigaretten gleichzeitig jetzt dazu führen, dass man vielleicht Durchfall kriegt. Wir brauchen da nicht so viel staatliche Kontrolle. Was wir mehr brauchen, ist gesellschaftliche Akzeptanz. Ein menschliches Miteinander drüber reden ist viel wichtiger als das geschäftsmäßige drüber reden lassen. Insbesondere, wenn man sich überlegt, dass das in der Realität ja nicht so stattfindet, wie es auf dem Papier ist. Wir alle kennen das aus der Apotheke, wenn man sich da mal eben Schmerzmittel oder ähnliches holt, dann hat man dieses berühmte und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker zwar noch auf dem Papier stehen, aber für 90% der Apotheker geht es darum, den nächsten Kunden schnellstmöglich bedienen zu können. Und ungefähr so wäre dann auch die zu erwartende Beratungsqualität in solchen Fachgeschäften. Da müssen die Grünen meiner Meinung nach ihren Kontrollgesetzentwurf noch ein bisschen an die Realitäten anpassen. Ich befürchte, dass das letztendlich dem Umstand geschuldet ist, dass das kein Gesetzentwurf ist, der tatsächlich für die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland gemacht ist, sondern eher ein Gesetzentwurf, der für die Mitglieder von Bündnis 90 Die Grünen geschrieben wurde. Da sind eine Menge Sachen drin, die an der gelebten Realität vorbeigehen und eine Realität postulieren, die wir meiner Meinung nach nicht per Gesetz schaffen können. Vielen Dank, also auch für die Kritik, die soll ja auch zu Wort kommen. Ja, Erik, jetzt musst du dich entscheiden. Ja? Ist das ein spießiges Gesetz, mehr Paragraphen als das geltende Betäubungsmittelgesetz oder ist es ein Einstieg in eine neue Drogenpolitik? Ja, die Frage muss ich beantworten und ich möchte sie ganz klar mit Jein beantworten. Das ist ein gutes Recht. Also ich meine, irgendwie soll ich ja erzählen, ob das jetzt so ein Einstieg in eine neue Drogenpolitik ist und da muss man sich ja erstmal fragen, was ist eigentlich die momentane Drogenpolitik und was ist Drogenpolitik, wo wir hinwollen. Und ich habe eigentlich wenig Ansätze von einer Drogenpolitik in der Politik, die gerade so genannt wird, gesehen. Also was ja gemacht wird, ist ja eigentlich Drogen sozusagen bestmöglich aus der Gesellschaft zu verstecken, außer bei gesellschaftlich anerkannten Drogen wie Koffein, Nikotin und Alkohol. Bei anderen Drogen versucht man das ja im Prinzip unter der Bildfläche zu halten, so zu tun, als wäre es nicht da und das ist ja keine Politik im Wesentlichen. Ja, das ist ja ein Verkennen der Tatsachen, denn Drogenkonsum ist ja im Prinzip Realität, auch eine Realität, der man sich, glaube ich, nicht dauerhaft verschließen kann und auch nicht sollte, denn man hat ja irgendwie als PolitikerInnen auch die Aufgabe, so ein bisschen die Dinge, die passieren, zu begutachten und da grundsätzliche Fragen auch irgendwie zu beantworten. Ich glaube, wo man hinkommt, und da bin ich vielleicht auch nicht ganz beim Cannabiskontrollgesetz und
könnte mir da auch mehr vorstellen. Wo man hinkommen sollte, ist, glaube ich, Drogenpolitik auch als etwas zu begreifen, was nicht ausschließlich die Beschäftigung mit den verschiedenen Substanzen zum Inhalt hat und dann im Einzelnen schaut, ja, was ist jetzt hier unsere Aufgabe als Staat, müssen wir jetzt hier bei der Substanz und bei dem Badesalz jetzt irgendwie mal was machen oder nicht, sondern eigentlich geht es ja um die ganz grundsätzliche Frage auch in der Drogenpolitik, welche Aufgabe hat der Staat eigentlich seinen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, wo räumt er ihnen Rechte ein und wo verbietet er etwas, wo vertraut er auch den Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich, dass sie bewusst entscheiden können, was sie konsumieren und wie sie das tun und wo glaubt er sozusagen eingreifen zu müssen. Und ich bin da großer Anhänger einer relativ liberalen Vision. Ich glaube, dass Drogenverbote und auch eine scharfe Kontrolle in vielen Bereichen keine Lösung ist. Ich glaube, dass man auch in einer Gesellschaft leben sollte und ich will eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo den Menschen das vollkommen freigestellt ist, wie sie was konsumieren, wie sie ihre Kontrollverluste gestalten, aber meinetwegen auch, wie sie sich selber zerstören. Also das ist sozusagen, glaube ich, etwas, wo der Staat nicht ganz unbedingt immer schon bei den Substanzen jetzt die Verantwortung hat, das so zu begutachten. Ich muss aber sagen, dass natürlich dieses Cannabiskontrollgesetz ein guter Einstieg ist und auch ein Einstieg, der eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema ja zum Inhalt hat, was ich auch sehr wichtig finde. Für mich wird Drogenpolitik, wir haben gerade eine Hanftour gemacht, einen Monat im August durch Deutschland, da wird man oft dann mit so einem Lächeln begrüßt, gar nicht ablehnend, aber es wird oft schon auch von Leuten, die sich nicht so viel damit beschäftigen, immer sehr stark in so eine hedonistische Ecke mit dem Rausch als etwas, das da eben zu bewerten ist, als irgendwie was Positives oder nicht, oder als die Kiffer, die jetzt dann eben ihre Sachen nicht mehr so hinbekommen und so, bewertet. Ich glaube aber, dass wir irgendwie versuchen müssen, auch um zu einer neuen Drogenpolitik zu kommen, dem Thema auch in der breiten gesellschaftlichen Ebene noch mehr Ernsthaftigkeit zu verleihen, denn es ist ja nun so, dass die momentane, wenn man sie denn so nennen will, Drogenpolitik viele Opfer fordert, nicht nur Opfer durch Verunreinigungen oder mangelnde Aufklärung, sondern natürlich auch Opfer in Drogenkriegen in Mexiko, die wir natürlich befördern und mafiöse Strukturen, Kriminalität, die wir befördern, wenn wir diese Politik gutheißen. Da glaube ich, ohne jetzt auch die Zeit viel zu doll zu überziehen, dass man da noch drüber diskutieren könnte, wie kommt man eigentlich zu der gesellschaftlichen Vision gut hin, wie will man das vielleicht überhaupt, vielleicht haben wir da keinen Konsens. Und wie schaffen wir es denn, auch diese ideologiegetriebene Verbotspolitik noch stärker anzugreifen? Wie schaffen wir es denn aber auch sozusagen, uns an so einem Cannabiskontrollgesetz nicht zu zerstreiten, sondern das möchte ich auch sagen, ist schon als ein kleiner erster Schritt hin zu einer geordneten Drogenpolitik zu begreifen. Es gibt ja da durchaus auch gute Absätze in diesem Gesetz und zum Beispiel diese Strafe, also dass man sozusagen jetzt nichts verkaufen darf, wenn man BTM-Delikt schon mal verurteilt wurde, das macht ja überhaupt keinen Sinn, also dass ein Gesetz sozusagen selber sagt, wir wollen zwar was erlauben, was verboten war und was wir falsch finden, aber wenn jemand gegen das, was wir eigentlich richtig finden, schon mal, also das erscheint mir irgendwie komisch, dass das Gesetz sozusagen sich selber kriminalisiert. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Erik. Für die Vision ist jetzt gleich die Steuerexpertin der Grünen zuständig. Vielleicht mit einem kurzen Vorwort. Also ich war begeistert, als ich das Gesetz gelesen habe und gesehen habe, da haben sich die Grünen Gedanken gemacht, wir Grünen haben uns Gedanken gemacht, über differenzierte Steuersätze bei dem guten Gras aus Brandenburg weniger Steuer drauf als beim verarbeiteten Stein oder Harz und dann beim synthetischen Öl. Da ist dann der höchste Steuersatz drauf. Also so differenziert und reguliert geht es nach dem Cannabiskontrollgesetz. Aber Lisa, jetzt hast du das Wort auch nochmal für sozusagen letztlich in unserer Reihe und ja, die Frage, ne, Preise, Steuern, Markt, was kann da bewegt werden und wie geht es weiter mit dem Gesetz? Genau, erstmal herzlichen Dank für Lob und auch Kritik an dem Gesetz. Das ist tatsächlich richtig, nicht ich, aber der zuständige Abgeordnete und sein Büro haben über ein Jahr an diesem Gesetz gearbeitet. Und um das auch nochmal einzuordnen, das ist wirklich absolut unüblich, dass man als Oppositionsfraktion Gesetze einbringt in den Deutschen Bundestag, weil das einfach unendlich viel Arbeit ist. Das ist schlichtweg so. Also von daher sieht man daran schon, dass es uns wirklich ein Anliegen war. Und
ich teile da tatsächlich die Auffassung, dass es dass gerade dieses Gesetz, diese Konkretion eben nochmal der ganzen Debatte einen entsprechenden Schwung gegeben hat und dass das eben eine gute Begleitung ist zu dem, ne, was Monika Herrmann in Friedrichshain-Kreuzberg macht, was jetzt auch in entsprechenden Koalitionsvereinbarungen in Bremen und in Hamburg drin steht. Und dass es auch zur richtigen Zeit gekommen ist, weil tatsächlich ja inzwischen es auch eine breitere Debatte gibt, dass zumindest der Punkt Entkriminalisierung jetzt doch mehr und mehr eben auch gesellschaftliche Mehrheit bekommt, was früher sozusagen, ne, auch in Deutschland eher ausgegrenzt war. Wenn jetzt zum Beispiel die Welt, die Wirtschaftswoche, ja, klassisch konservative Zeitschriften und Zeitungen plötzlich Artikel schreiben, dass das vielleicht doch überlegenswert wäre und dass der wirtschaftliche Aspekt ja doch irgendwie relevant ist und so und dass in anderen Ländern ja doch auch positive Entwicklungen stattgefunden haben durch die Entkriminalisierung, dann merkt man, dass das Klima sich verändert und dass es dann eben gut ist, anhand eines konkreten Gesetzesentwurfs daran weiterzuarbeiten. Wir haben auch länger debattiert darüber, tatsächlich auch kontrovers, ob das das Cannabiskontrollgesetz sein soll oder das Cannabisgesetz. Also ne, inhaltlich ist es so, das ist ein komplett durchreguliertes Ding, ja, also mehr Regulation geht eigentlich nicht. Aber trotzdem war ja noch die Frage, wie nennen wir es denn? Ja, und gerade nach dem letzten Bundestagswahlkampf, wo wir sozusagen auch den Stempel der Verbotspartei hatten mit Veggie Day und anderen Dingen, ne, war tatsächlich die Frage, ob das denn jetzt so sinnig ist, dass wir jetzt wiederum die Verbotspartei oder die Kontrollpartei sind. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden nach längerer Debatte, weil es uns eben tatsächlich ernst ist. Wir wollen, dass diese Legalisierung kommt. Und Bene hat ja eben nochmal die aktuellen Umfragen in Berlin dargestellt, differenziert. Ne? Das sieht sicherlich im Bundesvergleich nochmal wieder auch differenzierter aus. Ja? Und deswegen wollten wir eben tatsächlich möglichst allen Argumenten, die derzeit noch gängig sind, in der öffentlichen Debatte was entgegenhalten können. So. Und der innenpolitische Punkt, ne, der ist, glaube ich, der ist auch noch strittig, aber da hat man schon gute Karten argumentativ. Aber das Thema Jugendschutz beispielsweise und insgesamt sozusagen öffnet man da die Büchse der Pandora, sozusagen den Ängsten, den hat man da noch nicht so viel entgegenzusetzen. Da haben wir zwar gute Argumente und da haben wir auch recht, ja? Aber trotzdem ist da die Frage, gewinnt man damit den Diskurs? Weil das haben wir seit 20 Jahren gemacht und da sind wir ein paar Schritte weitergekommen. Aber wenn es jetzt darum geht, tatsächlich eine Mehrheit dafür zu kriegen, eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, dann wissen wir, da ist das Problem nicht nur die CDU, ja? Sondern da fängt es eben bei SPD schon an. Und deswegen war uns eben wichtig, argumentieren zu können, dass mit unserem Gesetz wir mehr Jugendschutz haben und nicht weniger. Ja? Und das war schon ein bisschen die Argumentation. Das kann man unterschiedlich bewerten. Ich wollte nochmal sagen, warum wir zu dem gekommen sind, was wir gemacht haben. So, und ich bin heute Abend auch deswegen gerne gekommen, weil ich tatsächlich jetzt hoffe, hier mit den Experten diskutieren zu können, ob unsere Zahlen, die wir da uns überlegt haben, was die Steuersätze angeht, ob die richtig sind. Und so, weil wir haben jetzt nicht einfach nur Colorado hochgerechnet und kommen. So steht es aber drin im Gesetz. Also geht es ja eben darum, sind die Produktionskosten, die wir da angenommen haben und die Handelsaufschläge und so weiter, sind die jetzt realistisch oder sind die nicht realistisch? Also um es nochmal zu sagen, anders als in Colorado oder ist das in Deutschland so, die Cannabissteuer ist eine Verbrauchssteuer. Wenn wir sie einführen, dann fließt die nicht in den Berliner Landeshaushalt, sondern dann fließt sie in den Bundeshaushalt. Und dann gehen wir davon aus, dass wahrscheinlich die Einnahmen so zwischen 1 und 2,5 Milliarden Euro sein werden. Und da haben wir halt Annahmen getroffen und da wüsste ich tatsächlich mal gerne, ob die jetzt eurer Auffassung nach hier für den Anbau in Berlin und Umgebung oder in Deutschland halt passen. Und zwar ist die Annahme erstmal, dass die Produktionskosten bei 1 Euro liegen. Da frage ich mal hier den Anbauexperten, ob das realistisch ist, weil da sollen einbezogen sein, da ist unterstellt ein mittelgroßer Betrieb, der Indoor-Anbau betreibt mit Kunstlicht und drin sind Löhne, Miete, Material, Strom, Sicherung der Produktionsstätte, ne, der Safe ist auch dabei mit berücksichtigt, Aufzeichnungs- und Meldefristen und Gewinn- und Gewinnsteuern. So, und da ist trotzdem eben die Einschätzung, dass um 1 Gramm zu produzieren, dass es ungefähr 1 Euro kostet.
So, dann haben wir unterstellt, dass der Großhandel tatsächlich generell der Vertriebsweg ist, ein Teil des Vertriebsweges, und dass der mit Preisaufschlägen von 50% kalkuliert. Und das ist der, viel. Deswegen spreche ich es ja an. Ich kann das ja alles anpassen, dann könnten wir unsere Rechnung anpassen. So, mit 50% kalkuliert und dass der Einzelhandel dann noch 130% draufschlägt. Ist das viel oder ist das wenig? Sehr viel ist das. Gut. Also mal zwischendurch, ja? Der Einzelhandel bei Schuhen oder bei Klamotten ist 200-300%. Genau. Man muss immer sehen, dass es ein verderbliches Lebensmittel ist, was man in der Behaltwertszeit hat, was in der Lagerdruck-Sachen hat. 100%, also ein Grow-Shop zum Beispiel, macht zwischen 50% und 100% und Tendenz eher fallend aufgrund des Preisdrucks im Internet. Aber das ist schon nicht so schlecht. Und wenn man eine Qualität in der Beratung haben will und vielleicht sogar eine absetzen, das Verkaufs- vom Gewinn orientieren. Das heißt, ich will nicht verkaufen auf Verderb, weil ich muss Gewinn machen, sondern ich kann einigermaßen leben und kann auch mal sagen, nee, ich glaube, du sollst nicht so viel kaufen, dann macht diese Marge schon Sinn. Also, ne, das ist vielleicht so ein Grundgedanke dabei, aber im Grunde ist im Einzelhandel, der sich auch finanzieren muss, der viele Personalkosten hat, Raumkosten hat, nicht so viel daneben. Also schon mal ein kleiner Einwand. Ja, genau. Also ne, da, wir haben uns versucht, eben Zahlen, die so gängig sind, zu besorgen. Und danach ist es eben wohl so, dass bei Gütern, die keine Massenware sind und in kleinen Mengen abgesetzt werden, das wohl normal sein soll mit den 130%. So, und daraus ergibt sich dann einen Verkaufspreis vor Steuern von ungefähr 3,45 Euro. Und da soll eben drin sein, die Kosten für Transport, Löhne, Lager, Ladenmiete, dann das Präventionskonzept, Gebühren für das Zertifikat, verantwortungsvolles Verkaufen, Zulassungsanträge und so weiter und so weiter. So, und dann haben wir uns dann überlegt, tatsächlich sozusagen, wie kommen wir zu dem Endpreis? Und das war jetzt der Punkt mit Colorado. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes, ich kenne die Straßenpreise in Berlin nicht, aber das Bundeskriminalamt sagt, die Straßenpreise in Deutschland wären so im Durchschnitt lägen ungefähr bei 10 Euro. So, und deswegen war jetzt eben das auch tatsächlich unsere Richtschnur. Wie kommen wir zu diesen 10 Euro? Weil, jetzt brauchen wir sozusagen im politischen Kontext, wenn es eben relevant billiger wäre als 10 Euro, dann würde man ja einen zusätzlichen Konsum halten. Das ist jetzt ein Mutmachen. Ja, nochmal. Wenn es billiger wäre als 10 Euro, dann würde man ja einen zusätzlichen Konsumanreiz schaffen. Das wäre jetzt auch, wenn es... Glauben Sie daran, dass jemand, der für 10 Euro nicht einkauft, für 9 Euro zum Kiffer wird? Na, erstmal... Nein. Dann ist es auch kein Konsumanreiz. Es geht nicht nur um uns in der Frage, was wir glauben. Aber genau, führ erstmal fort. Das wär, trotzdem ist es einfach Standard unter allen Ökonomen, Mainstream oder nicht Mainstream, dass... dass der Konsum einer Ware irgendwie was mit dem Preis zu tun hat, und wenn der Preis eben billiger ist, dann ist der Konsum tendenziell größer, und wenn der Preis teurer ist, dann ist der Konsum eben tendenziell geringer. Und so. Deswegen eben Orientierung an den 10 Euro, weil das wie gesagt in der ökonomischen Wissenschaft halt so vertreten wird, und da haben wir dann eben einen entsprechenden Aufschlag von 4 Euro pro Gramm Marihuana und 5 Euro pro Gramm Haschisch. Und zwar da nochmal Differenzierung, weil der THC-Gehalt von Hasch eben höher ist als von Marihuana. Das soll sozusagen noch diese gesundheitliche Komponente da mit berücksichtigen. So, und dann kommen noch 19% Mehrwertsteuer drauf. Und dann landen wir eben bei 9 Euro für Marihuana und 10 Euro für Haschisch. Soweit unsere Berechnung. Und genau, jetzt ist eben die Frage, ist das jetzt sozusagen richtig berechnet? Also die 10-Euro-Debatte werden wir ja sicherlich auch mal gleich noch führen. Ökonomisch stellt sich dann auch noch die Frage, ob das jetzt richtig kalkuliert ist, weil gerade am Anfang offenbar, wenn das legalisiert wird, die Angebotssituation ein bisschen unklar ist und die Nachfragesituation auch ein bisschen unklar ist. So, also in Colorado war es offenbar so, dass am Anfang eben noch nicht so viele Anbieter am Start waren. Das war ja hier auch das Thema, ne? Wenn einige zum Beispiel qua Vorstrafenregister ausgeschlossen sind, dann ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig, gleich eine breite Anbieterpalette hinzubekommen. Das würde natürlich tendenziell die Preise eher nach oben treiben, und dann hätte man mit der Steuer ein Problem, dann müsste man vielleicht ein bisschen die Steuer senken, um auf die 10 Euro zu kommen. Umgekehrt ist es dann aber ja wohl so gewesen, Colorado, dass es dann eine große
schnell wachsende Community-Anbietern gegeben hat und dass dann natürlich die Preise tendenziell fallen pro Gramm und dass man dann vielleicht nochmal nachsteuern müsste mit der Steuer, um auf die entsprechenden Preise zu kommen. Soweit unsere Berechnungen und wie gesagt, das führt dann dazu, da haben wir uns auch noch andere Zahlen angeschaut, dass eben am Ende zwischen 1,5 und 2,4 Milliarden Euro zusätzlich reinkommen und da soll dann auch ein Teil davon entsprechend in die Suchtprävention und entsprechende Maßnahmen gehen. Okay, vielen Dank. Lisa, auch vielen Dank, dass du den Ball nochmal konkret zurückgespielt hast. Da haben sich auch schon gleich zwei gemeldet, nochmal von uns hier vorne, die ich gleich rannehmen würde. Dann hattest du dich gemeldet und dann Tibor und ich leite über zu Steffen, der sich als erstes gemeldet hatte, nur mit einer Anekdote, dass ein sehr hochrangiger Polizist, dessen Namen ich hier nicht nennen will, aber schon mit einer der hochrangigsten in Berlin, mir gesagt hat, Herr Lux, das muss deutlich unter dem Straßenpreis liegen. Ja, ja, wir wollen die Begleitkriminalität nicht. Aber gut, aber ich meine, das sagt ja ein Polizist, bei dem du eigentlich denkst, der hat die gesamtgesellschaftlichen Befindlichkeiten im Blick. Und du musst natürlich sehen. Hat er offensichtlich. Ja, gut, aber er ist da sehr direkt, du musst natürlich sehen. Konsumanreize, die Grünen wollen das Gras günstiger machen. Und ich sag dir, dieses Argument zieht bei bestimmten Leuten. Ich kann es nicht hundertprozentig einschätzen. Ich glaube, Qualität hat immer ihren Preis und es wird dazu führen, dass man sich hier gutes Zeug dann holen kann. Und das wird das Hauptargument sein. Gleichzeitig wird es auch Straßenpreise geben, die das unterlaufen werden. Und dann wird es eine Entwicklung geben. Ich fand es nur interessant, dass der Polizist das so sagt, ja, weil er eigentlich genau sehen muss, oder was zeigt, dass er da auch unter Druck steht, was sozusagen den Straßenhandel angeht. Und ich wollte nochmal zurück auf die Umfrage kommen, da zeigt sich aber auch deutlich, und muss man einfach mal so nehmen, dass bei Männern deutlich mehr Legalisierungsfreude besteht von Cannabis, dass je mehr Kinder und Familien im Spiel sind, das deutlich mehr zurückgeht. Ja, also bei mir hat sich nichts geändert, seitdem ich Kinder habe, ja, aber theoretisch kann ich das nachvollziehen. Und auch da muss man eben darauf achten, dass man das dann auch mehrheitsfähig macht und wenn es einen verantwortungsbewussten Umgang damit gibt, kann man immer noch nach weiteren Liberalisierungen gucken. Aber jetzt habe ich genug gequatscht, Steffen, du hattest dich gemeldet und dann Georg oder ihr beide. Okay, dann machen wir hier oben wirklich nur noch eine kurze Runde, dann du, dann Tibor, hat sich noch irgendwer gemeldet, weil dann würde ich es gerne noch öffnen. Du, okay, das muss ich gleich nochmal aufschreiben, dann auskriegen. Okay, Steffen. Ja, mit dem jetzt mal konkret auf die Steuern eingehen. Ich habe damit tatsächlich große Bauchschmerzen und zwar aufgrund von zwei Umständen. Das eine ist, meine drogenpolitische Erfahrung sagt mir tatsächlich, wir müssen einen Preis anvisieren, der unter dem Schwarzmarktpreis liegt, wenn wir tatsächlich den Schwarzmarkt weghaben wollen. Weil der Schwarzmarkt verschwindet nicht von alleine, sondern nur, wenn er sich nicht mehr rechnet. Und das rechnet er sich halt nicht, wenn es einen legalen Markt gibt, der billiger ist. Wenn der Legalmarkt genauso teuer ist, dann wird es weiter einen schwarzen Markt geben. Und das Zweite, was nach meiner Einschätzung in der Praxis noch viel, viel gravierender ist, ist diese unsägliche Besteuerung nach Darreichungsform. Alkohol in weißen Glasflaschen ist billiger als Alkohol in braunen Glasflaschen. Und wenn Sie den gleichen Alkohol in der grünen Glasflasche kaufen, dann müssen Sie dreimal so viel Steuern bezahlen. Aber das ist das Prinzip, das die Grünen verwenden. Eigentlich will man doch aber eine Besteuerung nach dem Wirkstoffgehalt. Und dann will man dafür sagen, dass Cannabisprodukte mit einem THC-Gehalt bis, sagen wir, 15% eine Steuerklasse sind und solche mit einem THC-Gehalt bis 25% können die nächste sein. Wenn man das nämlich nicht macht, dann sorgt man nicht dafür, dass die Gesundheitsgefahren niedriger werden, sondern man löst ein Wettrüsten der Produzenten aus nach möglichst hohen THC-Gehalten. Wenn es unabhängig vom THC-Gehalt für ein Gramm Marihuana eine fixe Steuer gibt, dann kann man fast nur wirtschaftlich arbeiten, wenn man versucht, möglichst viel THC in dieses eine Gramm Marihuana reinzubringen. Weil man dann nämlich auf den Wirkstoff weniger bezahlt. Bei Alkohol, bei Tabak und so weiter machen wir das anders, weil das Risiko ja von dem Wirkstoff ausgeht.
Es geht nicht um die Zellulose, die dabei ist oder so, die ist nicht gefährlich, sondern wenn, dann sind die berauschenden Substanzen das, was wir kontrollieren wollen, und dann müssen wir die Besteuerung auch nach diesen berauschenden Substanzen orientieren. Weinbrand hat eine andere Steuerklasse als Bier und das aus Gründen der Risikohaftigkeit. Du kriegst aber trotzdem eine Pulle Korn für 3 Euro. Oder für 4. Okay, aber ich fange nicht rein. Wir machen hier nochmal eine Runde weiter. Ach, du hast ja Produktionspreis auch. Genau, ja, also Produktionspreis, dieser 1 Euro, ist wirklich spannend, und ich habe mir da schon relativ intensiv den Kopf zerbrochen, auch schon jetzt in der Vergangenheit begleitend zu diesem Modellversuch in Friedrichshain-Kreuzberg, und versucht, so ein bisschen das aufzustellen und aufzubauen. Unter jetzigen illegalisierten Bedingungen schafft ein Produzent es wahrscheinlich, diesen Produktionspreis zu halten, beziehungsweise vielleicht sogar leicht drunter zu liegen, je nachdem, wie er es macht. Wenn wir nach GAP, also einem Standard, produzieren wollen, wenn wir nachher noch andere Standards haben wollen, wenn wir implementieren, dass jede Charge bestimmte Kontrollen unterläuft, dass die Sachen eben auf Pestizide, Fungizide, Herbizide oder sonstiges untersucht werden und entsprechend zertifiziert werden, dann haben wir da einen Mehraufwand. Wir haben beim Personal einen Mehraufwand, wir haben bei Produktionsräumen, Personalräume ganz klar Mehraufwände. Wir haben Steuern. Ja, gut, die Steuern sind wir nicht, aber die Steuern fangen natürlich bei anderem an. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, inwieweit eben dieses 1 Gramm Produktionskosten unter Bedingungen des ganzjährigen geschlossenen Raums mit Assimilationsbeleuchtung und Klimakontrolle Produktion dann 1 Euro realistisch ist. Wobei es da eben so viele Faktoren gibt, genau, die wirklich reinfließen, sei es jetzt allein die Produktion aus Sämlingen oder Stecklingen oder nachher noch aus anderen Sachen. Wenn wir aufs Feld gehen, wenn wir quasi die Natur nutzen, wenn wir die Sonne nutzen, den Mutterboden nutzen, wenn wir daran gehen, dann haben wir nochmal einen anderen Status quo, wonach nur die Sicherheitssysteme noch eine Rolle spielen, ob das dann ein 3 Meter hoher Zaun ist oder irgendwelche anderen Sicherungssysteme, um diesen Acker dann vor Fremdzugriff zu schützen, ist nochmal dahingestellt. Aber da sind wir vielleicht schon eher dran. Das heißt, da 1 Euro ist ambitioniert. Okay. Wirklich ausrechnen ließe es sich sicherlich mit so ein paar Grundannahmen an skalierbaren Modellgrößen, um zu sagen, man hat eine Produktionsfläche oder man will einen Output haben von 10 Kilo pro Monat oder wie auch immer, und dann kann man entsprechend rückwärts rechnen, wie viel Produktionsfläche für Stecklinge, Mutterpflanzen, Vorbühräume, Ernteflächen, Verarbeitung, Trocknung oder sonstiges man haben muss. Ob ein Haschisch, also ein Cannabis-Harz-Extrakt ist, entsprechend ähnlich kategorisiert werden kann im Preis, ist auch nochmal eine Frage. Natürlich kann ich Haschisch auch aus den Ernteresten oder aus Abfallmaterialien herstellen, was vielleicht so ein Beiprodukt ist. Andersrum, in Amerika sieht man eher, dass die Extrakte und Harze, beziehungsweise die dann jetzt CO2-Extrakte und anderen sehr, sehr hochwertigen Extrakte, genau das sind, wo der Markt sich jetzt intensiv hin entwickelt. Und da der Wirkstoff eine sehr große Rolle spielt, aber die Terpene, die Aromen immer mehr in den Mittelpunkt kommen, was mich sehr, sehr freut, weil ich glaube, das ist eigentlich der Genuss bei dem Ganzen. Und der THC-Wirkstoff vielleicht sogar irgendwann mal in einem bewussten, legalen Raum eher einen mittel- bis niedrigschwelligen Bedeutungsspielraum hat. Sodass wir da wirklich schauen können, wie es sich entwickelt. Ich bin grundsätzlich ein bisschen auch irritiert von der Kategorisierung und der Besteuerung dann in einem Zielwert, weil der Zielwert sich ja auch in einer Wirtschaft, die wir haben, in einer freien Wirtschaft, sich verändert. Die Kaufkraft verändert sich, Inflation verändert sich. Das heißt, die Besteuerung scheint ja irgendwie dann sich zu richten an einem irgendwann mal gewesenen Schwarzmarkt. Wenn wir dann da weitergehen und irgendwann mal einen normalisierten Markt haben, gibt es diesen Gegenrichtwert nicht mehr. Und dann haben wir irgendwann eine Absurdität der Tatsachen. Da würde ich eher eine Besteuerung auf prozentual vorfindbare Preise besser finden. Das heißt, ein Produzent hat seine Produktionskosten und hat dann gottgegeben einen Abgabepreis. Ob er eben alles nur per Hand macht und dadurch einen sehr, sehr viel höheren Produktionspreis hat, ist dann ja ihm überlassen, und es ist ja auch dem Kunden überlassen, ob sie es kaufen wollen oder. Und dann einfach zu sagen, es gibt eine Besteuerung, die ist in Prozent ausgedrückt und gerne auch, wie Steffen sagt, dann auch nochmal gewichtet in Wirkstoffmengen, was wirklich eher auch meinem Empfinden nach sinnvoller ist, würde ich viel besser empfinden. So viel, glaube ich, erstmal zu diesem Produktionsding. Andere Grundgedanken sind eben dieser Indoor-Anbau, wie weit kann man den überhaupt durchziehen? Es wird niemals möglich sein, ein bio-zertifiziertes Produkt zu haben, was Indoor produziert würde, weil das natürlich die Schizophrenität und die Paradoxität der Ökostrom.
Ja, ja, aber also auch das ist paradox absurd und eigentlich nicht mit irgendeiner Art von biologischer Zertifizierung vereinbar. Deswegen sind für mich da sehr, sehr viele Fragen, die viel weiter reichen als nur jetzt, welchen Zielpreis habe ich und wie viel muss ich aufschlagen als Staat, um dann diesen Zielpreis halten zu können. Das ist für mich wirklich absurd, weil... Ja, es geht um einen Einstieg, ne? Also ob das in 5 Jahren dann noch so ist, das soll ja auch, gibt ja auch eine Evaluation, Verpflichtung ja, und so weiter. Ja, es geht ja erstmal darum, den Einstiegswert ja. zu finden. Ja, Steuergesetze werden permanent verändert. Jeden Jahr gibt es ein neues Steuergesetz. Also, ja, ja. Aber dann würde ich im Moment ja den Produzenten bestrafen, der möglichst fair produziert und gute Löhne zahlt. Weil wenn ich davon ausgehe, dass eben 1 Euro Abgabepreis beim Produzenten irgendwie drin ist, wenn der dann höher quasi produzieren will, kann er das nicht, weil er einfach nur den Deckel drauf kriegt von euch. Und alles Weitere ja dann irgendwo weggekürzt werden muss, wenn nicht mehr realistisch ist. Oder sehe ich das mal? Wenn einer sagt, ich habe Produktionspreis von 2. Ja, kann der Preis, er kann einen höheren Preis nehmen. Und dann nimmt der Staat weniger Steuern ein. Nein, dann wird der Preis halt höher. Ja. Du musst mehr Bio-Essen ist ja auch teurer als konventionelles Essen. Ja. Also wäre dann, ja gut, also dann, ich gehe schon gleichzeitig mit, dass ich sage, eigentlich ist es für mich der jetzige Schwarzmarktpreis maximal sinnvoll. Der Mehrwert, den ich über geschützte oder geprüfte Qualität habe, ist sicherlich viel wert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man dann nicht jetzt die Risikoaufschläge, die im Moment genommen werden, unbedingt weiter mitgehen. Okay, danke. Danke, Dirk. Ist ja auch ganz gut. Ist ja alles im Schwange. Georg. Ja, also ich meine, die wird es mal gleich anknüpfen. Die Preise werden ja sowieso stark schwanken. Das ist eine viel größere Bandbreite, als wenn man jetzt sagt, ja, in Berlin kostet Gras ungefähr 10 Gramm oder so oder bundesweit im Schnitt. Sondern wenn man jetzt allein schon in den holländischen Coffeeshop guckt, ne, da hat man ja auch eine riesen Bandbreite von Billiggras hin zu dem feinsten Hasch, was die da haben, wo man von, was weiß ich, 7 bis über 20 Euro oder so von ausgehen kann. War lange kein Coffeeshop mehr, aber so in die Richtung. Und in den USA ist das noch viel krasser eben mit diesen Konzentraten, die da eben auch zugelassen sind, diesen Wax oder so. Ne? Da kriegst du Zeug, das kostet $80 pro Gramm. Und einerseits finde ich gut, dass ihr das auch zulasst, ja, und nicht sagt so, THC-Wert 15 Gramm wird gedeckelt oder so. Da steckt ja auch die Erkenntnis hinter, hohe THC-Werte an sich sind eigentlich gar nicht das Problem, sondern eher, wie man die konsumiert und so. Aber an der Preisspanne sieht man schon, ja, zum Beispiel bei Haschöl, wo ihr da den höchsten Steuerwert drin habt, bei 6 Euro, beim Zeug, was 80% THC hat am Ende, wenig Sinn macht, wenn ich da für 4 Euro für ein Gramm Gras nehme, was meinetwegen 5% THC hat. Ne? Da ist die Spannbreite sehr gering für Material, was ein extrem unterschiedliches Qualitätsniveau hat. Ich fand sowieso den Steuerteil am schwierigsten bei dem ganzen Gesetz, wo ich bin selber auch Diplom-Finanzwirt, ne? Steuerfritz und so. Und, richtig überzeugt habe ich das nicht, deswegen habe ich jetzt nochmal gerne auch gehört, wie ihr da überhaupt drauf gekommen seid. Kann das soweit nachvollziehen. Und vor allen Dingen ganz wichtig der Satz, man muss da nachregeln, man muss da nachjustieren. Das ist das absolut Entscheidende, um eben in diesem Einpegel mit dem Schwarzmarkt irgendwie hinterherzukommen. Und übrigens steht ja auch in dem Entwurf drin, glaube ich, das Bundesfinanzministerium wird ermächtigt, den Steuerpreis auch nach THC-Werten zu regulieren. Da ist ja hier noch gar nicht aufgetaucht, dafür ist das Gesetz ja auch offen. Insofern wunderbar. Die Amerikaner gehen nochmal einen anderen Weg und machen eben eine Umsatzbesteuerung nach Preis, ungefähr 25%, also erheblich weniger als wir hier haben im Gesetzentwurf. Wenn man jetzt mal von 10 Gramm Marktpreis ausgeht und 4 bis 6 Gramm Besteuerung, das wäre ja dann eben 40-60% Steuern. Ne, wenn man das jetzt mal so ganz grob nach diesem Durchschnitts 10 Gramm Wert nimmt, also wesentlich mehr als in den USA. Und auch die liegen da schon relativ hoch, zum Beispiel im Vergleich zur Alkoholbesteuerung. Aber es funktioniert einigermaßen. Du hast ja auch gesagt, der Preis ist gesunken da jetzt, dadurch, dass die Produktion langsam nachkommt. Die sind jetzt bei $10 pro Gramm ungefähr. Und haben es in diesen 1,5 Jahren in Colorado geschafft, ungefähr 70% vom illegalen Markt zu eliminieren. Genau. Beim gleichen Preis. Da gibt es halt Umfragen, wo gesagt wird, nur noch 16% gehen ausschließlich auf den Schwarzmarkt. Die anderen bauen entweder legal selbst an, dann gibt es noch ein paar Prozent, die beide Märkte nutzen und 69%, die sagen, ich gehe nur noch in die Läden, das ist mir am liebsten. Und ich glaube, ein bisschen höheren Preis als den Schwarzmarkt verträgt die Sache sogar. Wenn man weiß, ich gehe in den Laden und habe da geprüfte Qualität, da ist eben kein Schimmel drin, da sind keine Düngerrückstände drin und so, ich weiß, wo das herkommt.
das ist schon auch den Konsumenten was wert, glaube ich. Also wenn das nur so ein kleiner Unterschied ist von 50 Cent oder so, ich glaube, das ist kein Drama erstmal, aber man muss natürlich damit rechnen, dass der Schwarzmarkt nachzieht. Ne, wenn man sagt, wie Dirk hat ja gesagt, im Prinzip sind die Produktionskosten unter illegalen Bedingungen ja sogar geringer als unter legalen. Das heißt, jetzt ist da eine riesige Gewinnspanne drin, wo locker noch Luft ist nach unten. Und wenn jetzt Schwarzmarkthändler merken, oh okay, ich werde mein Zeug halt für 10 Gramm nicht mehr los, weil für 10 Gramm gehen die Leute lieber in den Laden, verkaufe ich halt für 9 oder 8. Und da muss man dann relativ schnell nachsteuern, wenn man möglichst große Teile des Schwarzmarkts möglichst schnell in den Weißmarkt umwandeln will. Ja, so viel erstmal dazu. Ja, vielen Dank fürs Großteil. Wir dann jetzt die erste Meldung aus dem Publikum, du mit dem Cappy bitte. Ich habe noch eine Frage zu dem Vertrieb.